Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einer neuen Folge hier zum Wasserpaket und zwar die Full Release Version, die 1.0.0. Ich habe ziemlich lange daran gearbeitet und ich hoffe, dass es so ziemlich perfekt ist. Natürlich gibt es immer noch einige Fehler, auch einige Einschränkungen. Dazu kommen wir aber erstmal später. Zunächst haben wir hier einen kleinen Tanker, ja, so könnte man das bezeichnen. Und mit dem können wir hier fröhlich durch die Gegend fahren, beziehungsweise auch schwimmen. Das machen wir auch direkt, da fangen wir direkt an. Und zwar fahren wir hier ins Wasser, wir fahren die Triebwerke hoch. Ihr seht, ich habe da ein paar Triebwerke drangepackt, die Ionentriebwerke. So, dann machen wir mal hier die Räder ab und dann können wir hier durch die Gegend gondeln. Man braucht natürlich einige kleine Triebwerke, um sich quasi über Wasser zu halten. Aber an sich sind es nicht so viele wie in der normalen Luft. Daher ist es halt schon ein gewisser Vorteil. Direkt eine Einschränkung: Es gibt halt keinen Auftrieb. Ja? Vom Wasser her, es gibt keinen Auftrieb, weil das allgemein vom Spiel nicht verlangt wird. Das hat die Engine gar nicht als Möglichkeit. Ja? Und dann können wir hier halt einfach fröhlich mit diesem kleinen Tanker entlang fahren. An sich, ihr seht, da ist Wasser oben drüber. Das könnte man theoretisch ändern oder ihr baut einfach ein größeres Schiff. Es muss halt so sein, dass etwa die Hälfte vom Schiffsrumpf unter Wasser sein muss, die andere Hälfte kann drüber sein, damit ihr hier quasi immer wieder hoch und runter springt. Ihr seht das, wir sind in den Einflussbereich des Ozeans eingetreten und wieder ausgetreten, eingetreten, ausgetreten. Und das geht halt immer so weiter. Aber an sich funktioniert das schon recht gut. Baut einfach ein größeres Schiff, dann klappt das. Ich habe so lange gelabert, da sind wir, ja, da sind wir einfach vorbeigedampft. Ich wollte euch eigentlich gerade was zeigen, aber naja gut. Dann gehen wir einfach nochmal kurz zurück zum Zwischenspeicher. Wir laden den einfach nochmal. Denn man kann nicht nur Schiffe darin herumfahren lassen, was an sich schon sehr gut funktioniert, habe ich ja schon gezeigt, sondern wir können auch Raketen starten, unter anderem die weit bekannte Sea Dragon, ein gigantisches Raumschiff bzw. eine gigantische Rakete, die im Wasser gestartet ist. Und die habe ich hier einfach mal nachgebaut. Das ist keine besonders gute Rekreation. Also ich habe mir ein Bild geschnappt, habe es nachgebaut, keinerlei skaliert oder so irgendwas. Ich habe es einfach versucht, okay? Wir machen es folgendermaßen: Wir machen Schub auf 100%, schalten es an und dann starten wir die Triebwerke. Und zwar hier oben diese beiden kleineren. Hoppla, da habe ich gerade eins ausgemacht. Wir drehen uns mal und da heben wir auch gerade ab. Ich kann auch mal ein bisschen Geräusche reinmachen. So, da sind wir aus dem Wasser raus. Dann starten wir das Haupttriebwerk und da können wir einfach losfliegen. Ja, so einfach funktioniert es. Ihr habt es gesehen, das hat kaum gelaggt. Beim Eintreten ist es tatsächlich ein bisschen laggier, könnte man sagen. Also es laggt deutlich mehr. Das ist halt auch einfach so eine, ja, Einschränkung, an der ich nicht viel verändern kann. Das tut mir dann sehr leid, aber da kann ich kaum was gegen tun. So, das nehmen wir mal mit und dann gehen wir mal hier rüber, wo wir die Fallschirme öffnen. Und dann öffnen wir die auch mal komplett. Und das ist eine weitere Limitation. Ja? Ihr habt gesehen, wir sind einfach durchgefallen und gestorben. Und ihr seht hier die Geschwindigkeit. Wir waren 95 Meter pro Sekunde schnell. Und zwar, wenn ihr quasi keine Triebwerke angeschaltet habt, müsst ihr eine vertikale Geschwindigkeit zwischen 15 und 50 Meter pro Sekunde aufrechterhalten, damit ihr hier quasi von der Erde akzeptiert wird. Ansonsten klappt das einfach nicht. Vielleicht haben wir hier nochmal das Gegenbeispiel. Wir können es mal ausprobieren. Wir können nicht dazu wechseln. Okay, dann halt nicht. Gehen wir mal zurück vor 30 Sekunden, versuchen das hier nochmal. Klappt das? Nö. Gut. Das hat nicht geklappt. Können wir jetzt hier hinwechseln? Auch nicht. Ich würde ganz gerne mal hinwechseln, damit ich euch das zeigen kann. Von hier aus geht's. Gut, wir sind hier relativ langsam, wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, aber möglicherweise können wir das auch einmal kurz sehen, einmal demonstriert bekommen. Ja, dann passiert sowas. Wir bleiben einfach hängen in der Luft und wir sind quasi
kaputt. Da passiert gar nichts mehr. In den meisten Fällen muss man halt einfach die Welt komplett neu öffnen, also einmal zum Hauptmenü zurück und fortsetzen. Aber auch das funktioniert nicht immer. Unter anderem seht ihr, die andere Hälfte von der Nutzlastverkleidung ist plötzlich hier oben. Keine Ahnung warum. Ist halt eine kleine Limitation, die es halt eben auch noch gibt. Das hier ist ein Bug. Eben war die Erde natürlich hellblau. Das dunkelblaue ist das Wasser und das gelbe, was ihr hier schon gesehen habt, ist natürlich der Sand. Das sind so ein paar Änderungen, die ich noch durchgeführt habe. Aber an sich ist das, es funktioniert. Ja, man kann so sagen, es funktioniert, es fügt Wasser hinzu. 100 Ozeane über die Welt verteilt. Und ich glaube, ich gehe mal einfach kurz hier rüber. Ich meine, ich habe es vorbereitet, dann kann ich es auch gleich vorlesen. Beschreibung: Fahre auf dem Ozeanboden herum oder entspanne dich einen Tag lang am Strand. Logisch, kann man machen, mit einem Rover hin und her fahren. Baue Schiffe mit kleinen nach unten ausgerichteten Triebwerken und fahre herum. Kann man auch gerne machen. Starte Raketen wie die berühmte Sea Dragon. Wie der berühmte Sea Dragon. Der, die, keine Ahnung. Kann man natürlich machen. Oder eben eine Wasserlandung. Da habe ich ja eben schon erwähnt, müsste relativ langsam sein. Funktionalitäten. Wasser wird hinzugefügt. Nein, wirklich. Darum geht es in diesem Pack. Die Erde hat eine komplett neue Oberfläche, um Platz für den Ozean zu schaffen. Das heißt, ich musste da relativ lange tatsächlich, das hat praktisch die meiste Zeit benötigt, die Oberfläche der Erde komplett verändern, um quasi diese ja, Wellenberge im Grunde zu machen, damit die Erde hoch und wieder runter geht, immer wenn es Wasser gibt oder eben Land. 100 Ozeane sind um die Erde verteilt. Jeder Ozean ist knapp 8 Kilometer weit und 180 Meter tief. Also ist schon ziemlich nützlich. Ich glaube, der Bauplan ist irgendwie auch so um die 180 Meter hoch. Also ihr könnt da quasi den gesamten Bauplan drin versenken. 9 Kilometer breit, das ist eine ganze Menge, da kann man viel mit anfangen. Das Eintreten und Verlassen des Wassers ist sowohl beim Fahren als auch beim Fliegen möglich. Heißt, ihr könnt reinfahren oder ihr könnt reinfliegen, könnt rausfahren oder rausfliegen. Sucht es euch aus. Einschränkung, Auftrieb ist nicht möglich, wie bereits erwähnt. Die Engine ist halt einfach nicht dafür ausgelegt. Beim Landen 90 Grad links von der Startplattform wird die Rakete zerstört. Das ist eine Sache, die ich einfach nicht beheben kann. Hier ist die Startplattform und etwa in diesem Bereich hier, ja, so irgendwo dazwischen, überall eigentlich, egal wo ihr dort landet, eure Rakete wird einfach zerstört. Genauso wie wenn ihr mit dem Rover ins Wasser fahren wollt, ihr werdet einfach zerstört. Der einzige Ort, wo ihr hier dann sicher seid, ist die Inseln, also das Stück Land, was dort rausguckt. Ja? Müsst ihr einfach ein bisschen vorsichtig sein. Vertikale Geschwindigkeit beim antriebslosen Eintritt muss zwischen 15 und 50 Meter pro Sekunde liegen. Ansonsten wird die Rakete zerstört. Antriebslos daher, wenn ihr die Triebwerke angeschaltet habt und tatsächlich verlangsamt, kommt häufiger vor, dass ihr auch über 50 Meter pro Sekunde oder unter 15 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit haben könnt und trotzdem noch ins Wasser eintreten könnt. Und da habe ich einen Schreibfehler gemacht. Direkt mal verbessern. So. Orbitallinien werden nur angezeigt, wenn die Rakete fokussiert wird. Kommen wir dazu, schauen wir uns das Ganze mal an. Dazu habe ich hier direkt noch eine zweite Rakete, wenn ich die anklicken darf. So. Dann gehen wir mal zurück, zoomen mal ein bisschen ran hier. Das ist eine ganz kleine Rakete, ja. Damit habe ich Rover durch die Gegend gebracht. Starten wir die einfach auch mal vom Wasser aus und fliegen die mal durch die Gegend. So, wir sind aus dem Wasser raus und wir klicken die Rakete an und ihr seht, da ist gar keine Flugbahn zu sehen. Man muss erst auf Verfolgung klicken oder eben fokussieren, je nachdem. Und dann wird diese Bahn angezeigt. Ansonsten eben nicht. Das liegt daran, dass das Spiel quasi den Planeten Ocean fokussiert und nicht die Erde. Ist halt einfach eine Limitation. Da kann ich nichts dran ändern. Auch sowas hier sind Bugs. Ja, das tut mir leid, aber daran kann ich einfach nichts ändern. Das sind schließlich keine Mods. Das ist einfach nur Editing. Und da haben wir eine Rakete, die auch gerade startet. Was ist das? Achso, das hier oben. Okay. Jedenfalls, ja, ist einfach eine
Einschränkungen, die es gibt. Raketen im Ozean können nicht eingesammelt werden, sondern nur zerstört werden. Gut, dass wir hier unten einen Haufen Schrott herumliegen haben. Ist das im Ozean? Nein, natürlich nicht. Aber das hier ist im Ozean. So, gehen wir auf Karte. Ja, hier haben wir diesen Ballasttank, den der Sea Dragon hatte. Und ihr seht, wir klicken darauf, wir können nur zerstören. Zerstören bedeutet, wir kriegen keine Erfolge dafür. Ja? In dem Fall ist er an sich auf dem Planeten Ozean gelandet, aber das wird uns nicht als Erfolg zugeschrieben. Ja? Wir haben jetzt hier quasi den Erfolg, aber wenn wir jetzt zum Weltraumzentrum gehen, dann sieht man das hier nicht. Ocean, Landung und Rückkehr gibt es quasi gar nicht. Ja? Ist recht doof, aber das tut mir leid, da kann ich nicht viel daran ändern. So, damit hätten wir eigentlich alle Features und Einschränkungen. Hier ist der Bauplan. Keine Ahnung, soll ich den einfach mal in die Videobeschreibung packen? Dann könnt ihr das Ganze auch ausprobieren. Um das zu benutzen, müsst ihr den Bildschirm drehen. Dann sieht das Ganze so aus. Dann klickt ihr auf Start, trotzdem starten, horizontal starten. Und dann werden die drei Sachen geladen. Dann könnt ihr damit rumspielen, wie ihr wollt. Ich glaube, ich mache es einfach mal. Hier haben wir Sea Dragon. Müsst ihr dann quasi ins Wasser fahren. Hier haben wir diesen Ozeantanker und diese kleine Rakete. Ja? Mache ich einfach mal. Jedenfalls so viel zu den ganzen Features und Einschränkungen. Jetzt gehen wir mal rüber und schauen uns an, wie man das Ganze installiert. Grundlegend, da ist ein Link in der Videobeschreibung, der erste Link wahrscheinlich. Ihr ladet einfach mal die ZIP-Datei herunter. Das Wasserpack bei Mr. Simulation V1.0.0. Ihr haltet das gedrückt und sagt hier entpacken. Dann habt ihr hier diesen Ordner, den markiert ihr und sagt ausschneiden bzw. verschieben. Dann geht ihr zum SFS-Ordner und dazu werde ich die ganzen Speicherorte in die Videobeschreibung packen, also für Steam, für Android und für iOS. Dann landen wir hier, wir gehen auf Custom Solar Systems und wir fügen das dann ein. Ich habe das ja hier bereits gemacht, daher ist das für mich irrelevant. Dann erstellt ihr einfach eine neue Welt und dann könnt ihr die Welt benutzen. Ja? Und so viel dazu. Ja, wenn ihr Fehler findet, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Bei den meisten Fehlern werde ich dann leider nichts ändern können. Aber sollte es trotzdem einen geben, schreibt einfach mal rein. Ja? Ich versuche die dann zu beheben und dann mache ich einen Hotfix oder so und mache vielleicht ein kurzes Video oder Community Post. Ja? So, dann war es das an sich. Wir können hier nochmal kurz zum Boot rübergehen fürs Outro. Also, das war es dann im Grunde mit diesem... Hoppla, ich mache das mal lautlos. Das war es mit diesem Paket. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie das funktioniert, mache ich vielleicht auch mal eine Tutorial-Serie oder ein einzelnes Tutorial-Video, wenn ihr daran interessiert seid. An sich hätte ich das jetzt nicht unbedingt geplant, aber wenn ihr Lust drauf habt, dann kann ich da gerne mal ein bisschen was zusammenstellen und ganz grundlegend erklären, wie das funktioniert. Ja? Ansonsten, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!